Ja, ich habe es fertig gelesen. Feuer und Blut, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen, Buch 1. Und ich muss persönlich sagen, ich kann gar nicht genug auf Buch 2 warten. Was ich allerdings in diesem Video besprechen möchte, weil ich möchte nicht einfach nur eine weitere Folge von Was steht drin machen. Es wird auch so ähnlich strukturiert sein wie Was steht drin, allerdings nicht im traditionellen Sinne, sondern eher als die Fragestellung, inwieweit wird die Serie House of the Dragon mit dem mithalten können, was hier im Buch steht. Achso, und sollte im Video hin und wieder mal die Kamera ausglitschen, dann verzeiht mir dies, meine Kamera ist schon ein bisschen alt und eigentlich auch recht billig. Ich brauche eine neue. Aber nichtsdestotrotz, wir lassen die übliche Wie- und Warum-Frage des Lesens mal weg und stellen uns eine andere zentrale Frage für dieses Video. Und zwar, kann die Serie House of the Dragon mit dem mithalten, was hier im Buch geschrieben steht? Auf Basis von dem, was wir bereits gesehen haben. Ich muss dazu sagen, ich habe mir keine Videos angeschaut, die irgendwie über die erste Folge reden, weil es gibt ja durchaus einige YouTuber, die irgendwie zur Premiere, die ja schon einen Monat früher war, schon eingeladen wurden. Das habe ich mir nicht angeschaut, aus einfachen Spoilergründen. Und ich werde das auch erstmal nicht tun. Ich werde ja, wie gesagt, über den August hinweg noch einiges an Content dazu machen. Und halt, wenn die ganzen Folgen rauskommen. Aber wie gesagt, ich möchte erst einmal darauf eingehen. Viele vergleichen ja House of the Dragon schon jetzt mit Game of Thrones und das ist ja auch richtig so. Nur vergleichen viel zu viele in meinen Augen es mit den falschen Teilen von Game of Thrones, nämlich den späteren Teilen. Und was mich immer so aufregt, wenn ich solche Videos sehe wie warum House of the Dragon nur schlecht werden kann oder warum es genauso schlecht sein wird wie Game of Thrones Staffel 8 oder warum es genauso eine Enttäuschung sein wird. Da stellen sich mir jedes Mal die Haare zu Berge, weil ich weiß halt einfach für mich, dass es nicht so scheiße werden kann wie Game of Thrones Staffel 8. Und zwar aus den Gründen, die ich euch jetzt erläutern möchte. Ich gehe auch gleich noch auf ein paar Probleme ein, die Serie durchaus haben könnte. Könnte, Konjunktiv. Und dann machen wir uns mal ein Gesamtbild von dem Ganzen, wie die Serie dann aussehen könnte. Und vielleicht aussehen wird. Also, erstmal. House of the Dragon wird in keinem einzigen Punkt wie Game of Thrones sein. Abgesehen von ein paar wichtigen Kernteilen, die natürlich behalten wurden. Man könnte sagen, wenn es an Game of Thrones, also dem Gesamtkonzept, allen 8 Staffeln, gute und schlechte Aspekte gab, dann hat man die schlechten aussortiert und die guten mit in House of the Dragon reingenommen. Und genau so sollte es ja auch gemacht werden. Wenn man ein schlechtes Produkt hat, von dem ein paar Sachen gut sind, oder in dem Fall ein sehr gutes Produkt, was über die Zeit schlecht geworden ist, dann sollte man sich darauf zurückbesinnen, was daran gut war und was schlecht. Und das Schlechte sollte man möglichst nicht wiederholen. Und das Schlechte an Game of Thrones, das sind allen voran, wirklich allen voran, die Showrunner. Die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss, die ja für das Desaster, das sich Game of Thrones Staffel 7 und 8 nannte, und auch für die kleineren Desaster von Staffel 5 und 6 verantwortlich waren, jene sind nicht mehr bei der Produktion dieser Serie verantwortlich. Und das sehe ich halt auch viel zu häufig, dass Leute alleine auf Basis dieser zwei Menschen argumentieren, dass diese Serie nur schlecht werden kann, weil sie glauben, dass es von denselben Showrunnern sei, obwohl es dafür keinerlei Beweis gibt. Nein, David Benioff und D.B. Weiss sind nicht mehr dabei. Die arbeiten, soweit ich weiß, aktuell für Netflix, wenn ich mich nicht täusche. Und wer sich damit auskennt, weiß ja, dass House of the Dragon zu HBO gehört. Das wird ja dort ausgestrahlt, beziehungsweise hier bei uns in Deutschland. Sky. Zu Sky. Und die zwei Typen sind sehr unfähig, wie wir gemerkt haben, bei 7 und 8.
und haben zusehends auf den Rat von GRRM gepfiffen und versucht, ihr eigenes Werk zu machen. Und es hat sich gezeigt, dass dieses Werk schlecht ist. Und deswegen hat man sie ersetzt, hat HBO, oder besser gesagt, haben sie HBO aufgrund eines Deals verlassen, also D&D. Und dann brauchte HBO halt neue Showrunner. Und natürlich haben sie auch zwei neue gefunden. Ich weiß die Namen von den beiden gerade nicht, diese stehen jetzt hier so. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass diese beiden Showrunner, die jetzt die Arbeit in House of the Dragon machen und das Skript für das Ganze schreiben, man muss ja bedenken, wenn man eine Serie auf Basis eines Buches macht, dann gibt es immer Leute, die ein Skript auf Basis des Buches schreiben. Die entscheiden dann, welcher Teil von dem Buch hier reinkommt, worauf man, was man ausbauen kann, was man einkürzen muss und was dann letztendlich auf der großen Leinwand umgesetzt wird. Unser Glück ist, dass George R. R. Martin selbst für eine ganze Weile Screenwriter war und seine Bücher auch häufig wie Screenplays geschrieben hat. Und soweit ich weiß, ne, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber soweit ich weiß, hat George R. R. Martin auch schon für House of the Dragon einige dieser, ne, dieser Screenplays oder der Texte dafür, der Drehbücher dafür selbst abgesegnet oder sogar selbst geschrieben. Deswegen, dieser Fehler, diese zwei unfähigen Showrunner reinzuhaben, wurde komplett ausradiert und mit neuen und fähigeren Showrunnern ersetzt. Und das Beste daran ist, dass diese beiden Showrunner bereits Erfahrung durch Game of Thrones haben, denn zumindest einer von beiden, ich weiß nicht, ob der zweite das auch getan hat, aber zumindest einer von beiden hat aktiv Regie geführt und einige Folgen von Game of Thrones, wie beispielsweise die Schlacht der Bastarde, geschrieben. Klar, man mag sich jetzt darüber beschweren, dass die voller Plot-Armor war, aber es war trotzdem eine coole Folge, das kann keiner sagen. Und hey, welche Show hat denn bitte keine Plot-Armor? Okay, wo ich gerade schon bei George R. R. Martin war, oder GRRM, wie ich ihn immer abkürze, er ist involviert. Er ist so stark involviert wie nie zuvor, hat er selbst gesagt, wenn ich mich da recht erinnere. Und das ist gut so, denn bei Staffel 7 und 8 von Game of Thrones war er nicht so stark involviert, was er letztendlich auch bedauert hat. Und das ist jetzt nicht so. Und George R. R. Martin hat auch in seinem Blog geschrieben, dass er sehr zufrieden ist mit den ersten Folgen oder der ersten Staffel. Weiß ich gerade den Wortlaut nicht genau. Aber er ist auf jeden Fall sicher, dass es uns als Fans gefallen sollte. Und das ist doch mal schon tröstend zu wissen, oder nicht? Dann ein weiteres Problem, was Game of Thrones sehr stark hatte und was auch wirklich man könnte es als das Hinkebein dieser ganzen Serie beschreiben. Jeder hat natürlich erwartet, dass es die Serie das möglicherweise zu einem Ende bringt. Und es sollte ja auch eigentlich die Bücher, die George R. R. Martin ja nebenbei immer noch schrieb, die sollten ja nebenbei fertig werden. Das sind sie nicht geworden. Und das Problem daran war, dass die Show dann fertig werden musste und man dadurch, dass George R. R. Martin nicht ewig, oder George R. R. Martin hat ewig Zeit, nur die Showrunner hatten halt nicht ewig Zeit und deswegen musste die Produktion halt vorgezogen werden und man musste die Story früher beenden, als George R. R. Martin sie hätte beenden wollen. Und er hat ja Winds of Winter, also das Äquivalent zu Staffel 6, hat er ja bis heute nicht fertig. Und das ist so ein bisschen ein Problem dabei. Game of Thrones ist keine abgeschlossene Geschichte. Es gibt noch kein Ende für diese Reihe an Büchern. George R. R. Martin hat ja irgendwie gesagt, dass er, wenn ich, ach, was war das? 10 oder 12 Staffeln Game of Thrones gebraucht hätte, um die Story so zu erzählen, wie er sie gewollt hätte. Und ja, D&D brauchten irgendwie nur 2 Staffeln mit nicht mal 20 Folgen. Also, ja. Er spricht für sich, würde ich behaupten. Also, das haben wir halt bei House of the Dragon nicht, weil ich hier schon dran stehe. Das ist jetzt ein bisschen verschlissen, weil ich es schon länger habe. House of the Dragon von HBO verfilmt. Es geht nur um dieses Buch und nicht mal um den kompletten Inhalt dieses Buches, sondern nur um. Um diesen Teil hier ungefähr. Übrigens, schöne Grüße von König Jeheris.
Es geht um diesen Teil hier ungefähr. Ungefähr. Um diesen Teil geht es. Das ist alles. Deswegen haben wir im Unterschied zu Game of Thrones keine Serie, die Details aus den Büchern rausstreichen muss, weil die Bücher von Game of Thrones ja viel zu viel Detailinhalt hatten. Also für die Basis einer Serie meine ich natürlich. Der Detailgrad eines Buches ist natürlich immer dem Autor überlassen. Hier ist das nicht so. Hier gibt es Interpretations- und Ausbauspielraum, besonders weil das hier ein historisches Werk in der Welt selbst ist. Das heißt, die Showrunner haben Freiheiten, die Charaktere zu charakterisieren. Sie haben Freiheiten, die Welt auszugestalten und uns mehr von dieser Welt zu geben und zu zeigen. Sie haben die Freiheit, sie haben die Freiheit, Geschichten zu erzählen, die in diesem Werk hier mit Absicht abgekürzt werden, wie beispielsweise das ganze Zeug, das jenseits der Meerenge passiert, weil das Werk hier fokussiert sich ja eher auf die Familie Targaryen. Und das alles darauf kann diese Serie aufbauen. Das kann noch zum Problem werden, dazu kommen wir aber gleich noch. Also, kurz gesagt, kein offenes Ende für diese Story. Die Story ist komplett abgeschlossen und niedergeschrieben und kann nicht mehr verändert werden. Deshalb die Prämisse, das bleibt so. Und das andere, das hatte ich, also, und das andere, was ich gerade schon besprochen habe, das war das Problem mit der Zeit. Es wird hier nichts gerusht, mit der Serie kann sich Zeit genommen werden. Man kann alles ausbauen, wie man es möchte. Und HBO wird vermutlich auch wieder Millionen und Milliarden damit einnehmen. Also werden sie auch sicherlich ein wenig Geduld haben, um daraus weitere Sachen machen zu können. Dann natürlich eine Sache, die für jeden Fan super ist. Es ist natürlich dieselbe Welt und dieselbe Art von Geschichte. Es ist eine mittelalterliche Intrigen-Fantasy-Epos, wie auch immer man das genau beschreiben möchte. Es ist gleiche Art von Geschichte wie schon Game of Thrones, nur eben sehr viel stark zentrierter auf das, was die meisten Leute an Game of Thrones so schätzten, nämlich die Intrigen, das Politische, die Kämpfe und natürlich das ganze Hin und Her, die Blutfäden zwischen den Familien, der Hass gegeneinander, die Liebe und das alles. Das hat man an Game of Thrones so gefeiert und das wird hier auf jeden Fall in den Vordergrund treten. Und das war so mein einziges persönliches Problem mit Game of Thrones, weil klar, man hatte, und das ist gleich schon der nächste Punkt, was die Serie nur besser machen kann, denn wie sage ich das am besten? Game of Thrones hatte immer, während seiner gesamten Laufzeit, hatte es diesen bösartigen Schatten der weißen Wanderer über sich. Ich bin ganz ehrlich kein Freund von solchen Zombie-Geschichten, von sowas wie Walking Dead zum Beispiel. Massenapokalypsen, die alles und jeden vernichten oder lebende Tote oder so. Ich bin von sowas kein Freund und es war, finde ich, von vornherein klar, irgendwann werden die weißen Wanderer besiegt werden oder bekämpft werden oder vielleicht vernichten sie auch alles. Das war klar. Also ist nicht das war klar, dass sie alle vernichten, sondern es war klar, dass der Fokus der Geschichte irgendwann zu 100% auf die weißen Wanderer gehen wird. Das fand ich halt schlecht, weil es hat die Story vorhersehbar gemacht und es hat sie abgeschwächt. Es hat einen großen Big Bad erschaffen, eine Sache, die wirklich, und das eine Bedrohung, die das Thema von Game of Thrones kaputt gemacht hat. Nämlich, George R. R. Martin hat selbst mal gesagt, wir brauchen keine Dark Lords mehr. Und jetzt frage ich euch mal, was ist der Nachtkönig, wenn nicht ein Dark Lord? Ein einfach nur böses Wesen, was nichts anderes zum Ziel hat, als die gesamte lebende Menschheit zu vernichten und zu Toten zu machen. Was? Das ist so das Problem, was ich mit Game of Thrones hatte. Es hat sich am Anfang hingestellt als dieses Anti-High-Fantasy, Anti-Dark-Lord-Ding und trotzdem hatte es am Ende einen Dark Lord, den es zu besiegen galt. Das Prinzip,
war mir halt nicht klar und also es stört mich. Es stört mich auch jetzt beim Rewatch von Game of Thrones. Das mache ich jetzt im Zuge von House of the Dragon nochmal. Aber übrigens, wenn ihr dran denken solltet, Game of Thrones nochmal zu rewatchen, tut es vorsichtig. Ich würde euch gerade von Staffel 2 und 3 abraten, weil es dort tatsächlich Spoiler zu House of the Dragon gibt. Deswegen lasst es vielleicht lieber. Nicht nochmal rewatchen, es sei denn, ihr wollt nur bis Staffel 1 schauen, dann geht das vielleicht. Aber gut, ja, deswegen, das kann House of the Dragon auch besser. Das wird House of the Dragon vermutlich auch besser machen. Es gibt keine Bedrohung jenseits der Mauer. Die weißen Wanderer haben noch einige Jahrhunderte Zeit, bevor sie kommen. Und ja, da kann der Fokus komplett von weggenommen werden. Wir werden nicht ständig diese einsame Ödnis jenseits der Mauer und vor der Mauer sehen müssen. Das bleibt uns erspart und wir sehen mehr vom Rest der Sieben Königslande. Hoffentlich, hoffentlich. Aber man kann natürlich nicht immer nur alles in einem positiven Licht darstellen und so habe ich das auch gar nicht vor. Natürlich, ich weiß nicht, ob die Serie perfekt werden kann. Ich habe sie noch nicht gesehen. Wie könnte ich auch? Ich will das auch noch gar nicht beurteilen, ob sie schon perfekt ist oder ob sie nur gut werden kann. Auch wenn das vermutlich der Titel dieses Videos sein wird. Aber das ist nun mal eben so, weil YouTube sein Clickbait liebt. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Ne? Wir können es jetzt noch nicht beurteilen. Trotzdem ist es möglich, dass die Serie Fehler macht. Natürlich ist das möglich. Und es ist auch möglich, dass sie schlecht wird. Das kann auch sein. Und es gibt einige Fehler, die ich im Rahmen des Buches hier und im Rahmen der Leseerfahrung, die ich dabei gemacht habe, eingestehen kann und werde. Und diese Fehler sind folgendes. Natürlich haben wir es hier mit einem, das habe ich vorhin schon erwähnt, einem geschichtlichen Werk zu tun. Das heißt, wir haben hier, zeigen kann, haben hier einen Erzmeister, der das Ganze vor beziehungsweise als Geschichtswerk wiedergibt. Es das heißt ja auch hier, von Aegon dem Ersten, dem Eroberer, bis zur Regierungszeit oder Regierungsantritt besser gesagt, von Aegon dem Dritten, verfasst von Erzmeister Gildein aus der Zitadelle von Alsace. Feuer und Blut, eine Chronik der Targaryen-Könige von Westeros. Das ist ein In-Universe-Buch, also dieses Buch existiert auch so in diesem Universum. Das bedeutet, dass es eben als geschichtliches Werk geschrieben ist und keinerlei Charakterisierung beinhaltet. Und ich glaube, diese Charakterisierung ist es, die so ein bisschen zum Problem werden könnte. Man erfährt auf Basis der Beschreibungen der Zeitzeugen in diesem Buch nicht unbedingt immer, wie stark die Psyche oder wie schwach die Psyche eines Charakters ist, welche Charaktereigenschaften hat er oder sie hat, welche Dinge er oder sie tun würde, um XY zu erreichen oder eben nicht tun würde, um XY zu erreichen, welches X und welches Y er oder sie überhaupt erreichen möchte. Das erfährt man hier drin nicht immer so stark. Das war in Game of Thrones etwas einfacher, dort die Charaktere zu charakterisieren und sie zu verbessern oder zu verschlechtern, je nachdem. Oder neue Charaktere einzufügen, die alte Charaktere aus dem Buch ersetzen, weil sie eben, keine Ahnung, zu stark im vertreten waren, zu viel Charakter eingenommen haben oder sowas. Das ist so ein Problem, was diese Serie eben haben könnte, dass sie die Charaktere, nach Meinung der Fans natürlich, nicht richtig charakterisiert. Und natürlich, man kann natürlich nicht sagen, wie sich jetzt George R. R. Martin diese Charaktere vorgestellt hat. Auch er hat es ja aus dieser Sicht geschrieben. Und ich hoffe mal einfach, dass man ihn zur Charakterisierung dieser Figuren befragt hat und sich auf Basis dessen das Ganze angeschaut hat und sie zum Bestmöglichen gemacht hat. Es gibt ja schon einige Hinweise, wie beispielsweise, dass es nicht nur einen, sondern gleich zwei mögliche Tywin Lannister-Verschnitts geben könnte. Und ich hoffe einfach mal, dass die Showrunner die Charakterisierung so gut wie möglich auf Basis dieses Buches umsetzen können.
Sie werden es natürlich nicht jedem recht machen können, aber wo wären wir denn heutzutage, wenn man jedem alles recht machen wollte? Ein weiteres Problem, was die Serie haben könnte und wahrscheinlich auch haben wird, ist die Sache der Ausführlichkeit. Game of Thrones hat 8 Staffeln mit, lasst mich überlegen, mit 54 Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Falls doch, ist hier eine Korrektur. Und diese 54 Folgen haben trotz allem nicht alles charakterisieren oder nicht alles übernehmen können, nicht alle Plotlines übernehmen können, die es in den Büchern gibt. Wäre ja auch ein ziemliches Mammutprojekt gewesen. Wie gesagt, hier haben wir es umgekehrt. Das heißt, die Serie kann sich mehr Zeit nehmen für andere Plotpunkte und sie kann etwas ausführlicher sein. Das Problem ist, dass wir es eben nur mit einem Viertelbuch zu tun haben. Und ein Viertelbuch ist eben kein ganzes Buch. Und es führt zu einem Problem, dass man nicht genau festhalten kann, wie viele Staffeln man jetzt für einen Abschnitt der Story braucht, weil man nicht genau weiß, welche Plotpunkte man jetzt in welchem Buch unterbringen kann. Weil bei Game of Thrones war es ja so, dass man ungefähr pro Buch eine Staffel angedacht hatte. Und dann hat man jene Plotpunkte, die man eben brauchte, hat man reingenommen und jene, die man nicht brauchte, die für das große Ganze nicht so wichtig waren, hat man halt rausgenommen. Ein großes Beispiel ist dafür, glaube ich, die Geschichte um Lady Stoneheart oder zu dem, was Catelyn Stark nach ihrem Tod wurde. Und das hat man halt rausgenommen und hat einfach gesagt, okay, sie ist tot, Schluss. Es reicht. Deswegen, ich denke mal, hier wird es umgekehrt so sein. Hier wird man möglicherweise Charakteren mehr Zeit geben, sich zu entwickeln. Und dadurch könnte halt das Staffelprinzip, man kann es nicht auf Basis von Büchern oder Kapiteln enden lassen. Obwohl Kapitel, glaube ich, schon ein guter Ansatzpunkt sind hier in diesem Fall. Aber man wird es an wichtigen Ereignissen in den jeweiligen Bereichen der Geschichte machen lassen. Ich werde bald bestimmt noch ein, oder besser gesagt, das heißt, ich mach kein extra Video dazu. Das kommt sogar in diesem Video noch vor. Es wird noch ein kleines Spoiler-Segment gleich geben, wo ich mir das nochmal anschaue, was uns in der ersten Staffel so erwartet. Aber es wird gewisse Punkte in der Geschichte geben, woran man die Staffeln aufteilen kann und die für die Filmemacher, für die Showrunner den besten Cliffhanger-Moment abgeben. Denn wie wir alle wissen, Cliffhanger funktionieren am besten als Aufhänger für die nächste Staffel. Ansonsten ist das dritte Problem, was diese Serie noch haben könnte, ist, wie nenne ich das, die falsche Interpretation des Ganzen. Das ist eine Sache, wo es wirklich drauf ankommt, wie der Großteil der Fans das Ganze sieht. Es gibt durch Plattformen wie YouTube, Twitter und Co. sogenannte Hörerstimmen in dem Konsens solcher Serien und Co. Und viele Menschen sind halt einfach, und das soll jetzt überhaupt nicht angreifend sein oder so, viele Menschen übernehmen halt einfach die Meinung von Leuten, die ihnen von der Seele reden und bilden sich keine eigene. Dem bin ich auch schuldig, das habe ich bei vielen anderen Themen auch schon gemacht. Dem ist auch kein Mensch unschuldig und das ist auch gar nicht so schlimm. Man sollte nur niemals vergessen, für sich selbst zu denken und nicht andere seine Meinung aussprechen zu lassen, weil sonst haben wir schnell ein Problem. Nein, was mein Problem mit dem dritten Punkt ist, oder was das Problem der Serie in dem dritten Punkt sein könnte, ist, dass die Fans die Interpretation der Serie nicht mögen werden. Beispielsweise, wenn man jetzt irgendein heißes Thema in die Serie einbaut, was niemand in seinen Serien haben möchte. Wie das Problem der Überpolitisierung in solchen Medien funktioniert, muss ich euch bestimmt nicht erklären. Und deswegen habe ich, glaube ich, so, dass wenn die Interpretation in solche Richtungen gehen könnte, dass das dann zum Problem der Serie werden könnte.
Gerade auch, weil natürlich auch in Feuer und Blut solche Themen wie Homosexualität oder sowas nicht fern sind. Natürlich war das auch im Mittelalter nicht fern. Und auch im Mittelalter gab es schon Männer, die lieber Männer neben sich hatten und Frauen, die lieber Frauen neben sich hatten als andersrum. Aber wie gesagt, ich denke halt, dass es zum Problem der Serie werden könnte, wenn die Fans das als falsche Interpretation des Ganzen sehen. Und es dort dann irgendwie, keine Ahnung, Shitstorms oder sowas geben könnte. Mein Gott, ich red mir hier die Kehle wund. Und ich sehe das hier die ganze Zeit auch auf meinem Kontrollbildschirm, dass die Kamera durchaus ihre kleinen Grafikfehler hin und wieder mal hat, aber da kann ich leider nichts gegen machen. Okay, weiter im Text. Das vierte und letzte Problem ist, dass das ist eher was für die späteren Staffeln und für das Ende der Serie dann schon fast. Also, das werden wir erst in 2, 3, vielleicht sogar 4 oder 5 Jahren sehen. Das ist nämlich das Herauszögern des Endes. Da dieses Buch hier hat kein offenes Ende, sondern ein abgeschlossenes, aber trotzdem, es gibt keinen klaren Endpunkt für diesen ganzen Struggle, den man hat, für den ganzen Drachentanz. Es gibt ein paar Momente, wo man so denken könnte, okay, hier ist Ende. Das Problem ist halt, dass das nicht wirklich das Ende ist. Geschichte geht nun mal immer weiter und hier gerade haben wir eben das Problem, dass es nicht so wirklich entscheidend endet. Es gibt kein Happy Ending. Natürlich gibt es kein Happy Ending. Das ist Game of Thrones. Was erwarten wir? Aber es wird schwierig für die Showrunner, glaube ich, ein klares Ende festzulegen, wenn sie wirklich. Also, wenn alle Staffeln zusammen, egal ob es jetzt 4, 5, 6 sind, wenn alle Staffeln zusammen diesen Bereich des Buches hier abdecken, dann wird das Ende sehr, also dann könnte möglicherweise die letzte oder die letzten Staffeln könnten sehr ermüdend werden, gerade weil es sich dort stellenweise ein wenig wiederholt. Und das ist auch so ein bisschen Kritikpunkt in diesem Buch hier. Das Ende ist etwas sehr stark gezogen und gestreckt und es fühlt sich an einigen Stellen sehr gleich an und wiederholt sich ein bisschen. Aber das ist mit Geschichte eben. Geschichte wiederholt sich nun mal. Ja, so viel zum letzten Problem, die Serie haben könnte. Es könnte sich in die Länge ziehen. So, nun zum Spoiler-Teil des Videos. Jetzt darf ich endlich mal frei Schnauze reden. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt über den Ablauf von Staffel 1 oder was noch weiterhin im Verlauf des Tanzes der Drachen kommt, bei alles, was hier in diesem Buch steht, alles, was in der Serie noch gezeigt werden könnte, dann möchte ich euch bitten, jetzt abzuschalten oder zum Ende des Videos an dieser Zeitmarke hier vorzuspulen. Also, Staffel 1. Was wird es uns zeigen? Es wird uns die Regentschaft von Viserys dem Ersten zeigen. So viel ist schon mal klar. Wir haben Viserys den Ersten ja auch genügend in Trailern und so weiter gesehen. Aber es wird uns auch den Konflikt von Viserys zeigen, den primären Konflikt seiner Herrschaft und wie dieser zustande kam. Es wurde ja schon gesagt, oder ge weiß nicht, ob man das geleakt nennen kann, es wurde ja schon gesagt, dass die Serie noch in der Regentschaftszeit von Jaehaerys dem Ersten beginnen wird und dann quasi die erste Staffel die ganze Laufzeit von Viserys Herrschaft erforschen wird. Und es wird damit beginnen, dass es klar und deutlich festgestellt wird, dass Frauen nicht erben können den Eisernen Thron, zumindest wenn es Söhne gibt. Das ist so die Prämisse der ganzen Staffel. Das wird es sein. Der zentrale Satz dieser Serie wird dieser Serie, sage ich schon, dieser ersten Staffel wird lauten: Nein, die Frau darf nicht erben. Das Problem wird allerdings sein, es gibt nur eine Frau, die erben kann, zumindest zuerst. Bis es dann doch Söhne gibt und der König allerdings immer gesagt hat, nein, meine Tochter erbt. Und das ist so das Problem, weil das haben wir auch in den Trailern gen zu Genüge gesehen. Der König hat einen Erben, nämlich seinen ältesten Bruder, Daemon Targaryen. The king has an heir, Daemon Targaryen.
I will not be made to choose between my brother and my daughter. Und das wird die Prämisse der ersten Staffel sein. Es wird der Konflikt zwischen Viserys und seinem Bruder Daemon sein. Daemon wird sich verdient machen, Daemon wird tun, was Daemon so tut. Und jeder wird in Frage stellen, ob Rhaenyra nun wirklich die Thronfolgerin ist oder nicht. Besonders, weil Daemon scheinbar einen besseren oder vielleicht auch schlechteren Thronerben abgeben würde. Besonders, weil ihn schon viele mit Maegor dem Grausamen verglichen haben. Und ja, Daemon war durchaus grausam. Und eine Sache, die uns bestimmt noch nicht gezeigt wird in Staffel 1, und wenn, dann nur sehr, sehr, sehr sporadisch, wird sein, dass wir werden leider, leider, leider noch keine kämpfenden Drachen sehen. Es heißt Tanz der Drachen. Natürlich werden wir irgendwann kämpfende Drachen sehen. Wir werden Drachen gegeneinander kämpfen sehen. Und ich glaube, sowas haben wir auf der großen Leinwand tatsächlich noch nie gesehen. Wir haben zwar schon andere Shows mit Drachen gesehen, aber ich glaube, wir hatten noch nie eine Serie, die sich wirklich mit kämpfenden Drachen passt, wenn ich mich täusche. Also wirklich große Leinwand, so Blockbuster-TV. Aber ja, das werden wir noch nicht sehen. Wir werden Drachen in Action sehen, keine Frage. Wir werden sehen, wie die Drachen Arschfasolen und Leute verbrennen. Das werden wir definitiv sehen. Aber wir werden noch keinen Kampf Drache gegen Drache sehen. So viel kann ich schon mal sagen. Besonders, weil der Endpunkt dieser Staffel höchstwahrscheinlich Viserys Tod sein wird. Es wird der Tod von Viserys dem Ersten sein, der am problematischsten für seine Nachfolger sein wird. Es wird dieser Tod sein, der den Tanz der Drachen wirklich beginnen wird. Und es wird dieser Tod sein, der Staffel 2 von House of the Dragon einläuten wird. Und ansonsten ein paar kleinere Sachen, die wir vielleicht noch sehen werden, oder die wir echt sicher noch sehen werden, da es die Trailer schon hergeben, ist der Krieg auf den Trittsteinen gegen die sogenannte Triarchie. Die werden wir auf jeden Fall sehen. Wir werden bestimmt die Geburt des ein oder anderen Drachen sehen oder die Geburt des ein oder anderen Kindes. Wir werden sehr viele Kinder sehen, höchstwahrscheinlich. Es wird sich sehr viel um junge Krieger und junge Drachenreiter drehen. Wir werden auch wahrscheinlich den ein oder anderen Drachen sehen, der bestiegen und geritten wird. Das ist keine Frage. Wir werden viele Turniere sehen, denn König Viserys Herrschaft war sehr stark von Turnieren und Wohlstand geprägt, denn unter ihm war das Haus Targaryen auf dem Höhepunkt seiner Macht und nach ihm würde es niemals wieder so mächtig sein. Und deswegen wird diese erste Staffel vermutlich ein Höhenflug für die Targaryens und alle Staffeln darauf werden ein steiler, steiler Abstieg sein. Und letztendlich wird es mit nichts weiter enden als mit Feuer und Blut. Fazit. Mein Fazit für das Ganze ist, House of the Dragon kann definitiv nur besser werden als Game of Thrones Staffel 7 und 8. Aber ob es so gut werden kann, wie Game of Thrones an der Spitze seiner Popularität war, das bleibt abzuwarten. Ich denke, das ist möglich, wenn House of the Dragon mindestens 85% der Erwartungen der Fans trifft oder sogar übertrifft. Nur dann kann die Serie in meinen Augen, in den Augen eines Typen, der das Buch gelesen hat und der sich dafür wirklich interessiert, nur dann kann die Serie wirklich wahre Größe erlangen und kann Game of Thrones definitiv übertreffen. Aber nur dann. Sonst läuft die Serie Gefahr, in dem endlosen Strom der Mittelmäßigkeit zu verschwinden, die wir heutzutage von gewissen Firmen Disney gewohnt sind. Aber hoffen wir einfach mal um der Serie willen, dass das nicht passiert und dass die Serie wirklich wahre Größe erreichen kann. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und ich sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video von House of the Dragon oder einem anderen Thema. Und ja, auf Wiedersehen.